So Leute, willkommen zurück zu Mega Man Nummer 11. Der Mega Wolf ist wieder unterwegs. Wir gehen auf die Wily Stage. Das ist recht laut auf meinem Ohr. Ich kann es nicht leiser machen, Pech gehabt. Sehr schön gemacht, das muss ich Dr. Wily wirklich lassen. Hat er gut hinbekommen. Moment. So, ich habe euch den Spielsound jetzt doch ein bisschen runtergedreht, weil er sah aus, als wäre er etwas zu laut. Okay. Wir haben uns gegenseitig getroffen, damit kann ich leben. Apropos Leben, wie viel an Leben haben wir eigentlich derzeit? So. Leichteste ist wahrscheinlich hier Power Mode zu machen. Ja. Oh, ich habe irgendwie nur sein Gefährt erwischt, ihn selber aber nicht. Wir kriegen hier auch kein Leben, ne? Nur Waffen. So, fahr einfach weg. Oh, der schießt mit Strom. Freches Kerlchen. Und wieder nur Waffenenergie. Was soll das? Ich fall natürlich runter. Noch einer! Oh, Schraube. Na, da wäre was Zufälliges gewesen. Die zufälligen Sachen mag ich ja eigentlich ganz gerne. Verdammt, ich treffe den. Ups. So. Ja, ganz ehrlich, warum soll ich es kompliziert machen, wenn ich es auch super einfach haben kann? Hopp, hopp, hopp. Ja, so ist doch alles in Butter. Uns nie. So, Rush Coil aufgefüllt. Aber ich brauche den Rush Jet, um hier an das Leben ranzukommen. Und das ist mir ein bisschen lieber als der Rush Jet. Ich guck auf. Oh, nicht das wieder. Okay, ich muss dann darüber. Mann. Okay. Das ist diese Timing-Geschichte, die ich hasse. Moment, darüber. Okay. Flieg mich mal bitte rüber, Beat. Okay, das reicht dann auch. Oh, diese Drecksschrauben. So. So egal. Ich häng mich hier notfalls durch, wenn es sein muss. Ihr kennt mich, ich kenne da nichts.
Extra Leben. Für das, was wir gerade verloren haben, wäre eigentlich schon mal nicht schlecht. Ja, Wolf hat alles gemacht. Sag mal! Ich hasse sie jetzt schon. Nein, nicht Speed Gear. Ich achte zu viel auf die Gegner. Aber Speed Gear könnte hier tatsächlich hilfreich sein. Ich warte mal kurz. Okay. Speed Gear! So, alles zerlegt. Sehr schön. Das war Glück. Aber wir haben es durchgeschafft. Och nee. Hier hoch, hier rüber und dann nach links, okay. Hätte ich drüber gemusst. Sowas muss man mir doch sagen. 3, 1, 2. Ich natürlich nicht hoch, aber versuch was fest. Kann ich das Ding vielleicht irgendwie schon? Damit nicht. Die üblichen Verdächtigen, ja. Stimmt, da vergesse ich immer, dass ich da hoch muss. Oh, nein. Da war ich zu früh. Aber immerhin ist das Ding jetzt hier unten nicht mehr. War zu früh. 1, 2. Naja. Vor allen Dingen den Sprung muss ich nicht mehr perfekt machen. Ich verpasse da immer, das ist. Ich bin 1 zu früh. Okay, okay. Nein, Rush, den wollte ich nicht. So, willst du nochmal hier? So. Den hatte ich schon immer Probleme mit den Sniping Joes, aber. Ist in Ordnung. Viele von denen habt ihr eigentlich noch Spucke. Ja, da runter zu gehen war eine super Entscheidung. Ich sag ja, im Notfall tank ich mich durch. Was soll denn der Mist jetzt? Ah! Okay. Wisst ihr, ich habe das Spiel bis hierhin echt geliebt, aber. Es gibt so Momente, da verkackt mein Spiel einfach gnadenlos. Sprung.
nein, nein, nein. Adenüsse, ja. So, wer ist mein Gegner? Leben, aber ich sehe niemanden. Och, nee. Nee. Alles, aber nicht du. So, mit was kriege ich den platt? Ich stech dir die Augen aus. Ja, ich bin relativ sicher. Okay, Augen ausstechen ist nicht. Ja! Okay, der hat bestimmt eine Schwäche. Die haben immer eine Schwäche. Bomben. Nee, Bomben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bomben was bringen. Ja, und ich werde sogar immer noch getroffen. Trotz Speed hier. Oh doch. Alles zurück. Yellow Devil wegbomben ist eine Option. Wenn sie schnell genug fliegen wird. Okay, jetzt macht er wieder den Dreck. Nee, das bringt gar nichts. Mann, ich habe mit dem schon immer so meine Probleme gehabt. Ich muss alle E-Tanks ziehen, die wir hier haben. Unser Gear, das habe ich natürlich überladen. Und die Waffe. Achso, die Waffe ist leer. Shit. Kann Torchman hier vielleicht kurz übernehmen? Ich dachte schon, ich müsste noch einen E-Tank nehmen. Ah ja. Ich guck mal kurz, wie lange der Part schon geht. Reicht das schon für ein paar? Ich weiß, wir hatten ein paar sehr kurze Parts, deswegen gucke ich lieber mal nach. Es sind theoretisch 15 Minuten. Ich kann ja nochmal in Lightsaber gucken. Mega Man, I've made a breakthrough. Okay, Mega, what'll it be? Yo, Mega, can I interest you in some parts? Wärmeableitung, wodurch die Gear-Anzeige schneller gefüllt wird. Ha.
sure? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, ich brauche die. Are you sure? Tada! Are you sure? Ja, ich fürchte schon. Ich fürchte, ich bin mir sicher. Gut, Leute, dann lasst ihr mir jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Mega Man Nummer 11. Bis dann, euer Wolf.